Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video zu den Mount-Ausrüstungen präsentieren. Und dazu habe ich mir auf dem PTR schon ein bisschen was angeguckt. Wenn das Video live kommt, müsste der Patch hoffentlich auch schon live sein und ihr könnt auch schon loslegen, eure Mount-Ausrüstungen reinzusetzen. Was ist wichtig zu wissen? Und zwar, es gibt insgesamt 5 verschiedene Mount-Ausrüstungs-Items, die ihr einmal reinsockeln könnt. Und wichtig ist, dass die immer nur Char gebunden sind. Heißt, ihr könnt auf jedem Char ein anderes Mount-Ausrüstungs-Item reinsockeln und dementsprechend einen anderen Effekt holen. Warum kann das sinnvoll sein? Es gibt manche Klassen, die haben vom Grund auf schon Fähigkeiten, wo sie bestimmte Sachen nicht brauchen. Zum Beispiel, ich habe ja jetzt hier gerade ein Item drin, das mich über Wasser laufen lässt mit jeglichen Mounts. Und das ist ja zum Beispiel beim DK jetzt nicht ganz so sinnvoll. Wo gibt es diese Items her und was für Items gibt es? Es gibt insgesamt 5 Stück, und zwar einmal hier Wasserschreiter des Anglers. Ihr seht schon, das ist Battle.net-Account gebunden, also ihr könnt es theoretisch auch hin und her schicken. Und zwar ist es so, dass wir dieses Item, wenn der Patch live geht und ihr diesen Wasserschreiter von den Anglern besitzt, ihr das automatisch zugeschickt bekommt. Das habe ich mit meinem Char hier auf dem PT auch zugeschickt bekommen und ihr könnt es reinsockeln. Heißt, das Wasser, den Wasserschreiter-Effekt verliert ihr nicht. Denn, wichtig, ab dem Patch kann der Wasserschreiter an sich nicht mehr über Wasser laufen, aber ihr kriegt kostenlos, wenn ihr den Wasserschreiter habt, dieses Item und eure ganzen Mounts können über Wasser laufen, bis auf ein paar Ausnahmen. Der Goblin-Schredder, der hat hier diese besondere Fähigkeit, dass er Blumen pflücken kann und auf den wirken quasi diese Mount-Items nicht, weil der eine spezielle Sonderfähigkeit hat, sonst hättet ihr 2 Fähigkeiten und das wäre ein bisschen unbalanced. Genau. Das können wir dann auch immer wieder nachkaufen, denn wenn wir jetzt hier was anderes reinsockeln, ist dieses Item weg und dann müssen wir uns das Ding ja wieder besorgen und das können wir einfach bei den Anglern in Mist of Pandaria, bei dem Händler, wo ihr auch den Wasserschreiter bekommen habt, einfach wieder kaufen. Kostet 40 Gold, ist nicht das Große, aber ihr braucht den Ruf, den ihr auch für den Wasserschreiter braucht. Ich glaube, das ist ehrfürchtig. Heißt, wenn ihr den Wasserschreiter schon hattet, dann könnt ihr das immer einfach nachkaufen. Ist das alles gar kein Stress. Genau, das ist das erste Item, das ihr euch besorgen könnt. Die weiteren Items, die wir uns angucken können, sind von Craft-Berufen. Und zwar, wenn wir jetzt hier einmal beim Lederer gucken, haben wir hier, wenn wir ein bisschen runterscrollen, hier Reittierausrüstung. Und zwar haben wir hier ein bequemes Reittiergeschirr. Und das können wir quasi einmal reinsockeln. Um das macht, während das Reiten nicht benommen gemacht werden zu können. Also, sprich, wenn wir reiten und die Mobs uns hauen, werdet ihr nicht gedazed, beziehungsweise im Deutschen benommen. Ist eine recht praktische Sache. Wenn ihr Tank seid, braucht ihr das nicht, weil als Tank habt ihr ja eh diesen Anti-Daze-Schutz. Von dem her ist das nicht so sinnig. Für alle anderen ist das natürlich eine schöne Sache und würde ich auch empfehlen, dass man das bei jedem reinhaut, weil ich denke mir, ihr kennt das alle, ihr reitet durch ein paar Mobs rum und jeder zweite macht euch benommen. Ist sehr, sehr ärgerlich. Wichtige Randinformation, dieser Effekt, der geht nicht im PvP oder in der Arena. Okay. Also das war absehbar, also in den geschlossenen PvP-Sachen funktioniert das Ganze nicht, sonst wäre es ein bisschen zu stark. Genau, dazu braucht man quasi hier rauer Lederharnisch und hier diese Meeresbrisen-Satteldecke. Und das sind auch wieder Craft-Sachen, das kann der Lederer herstellen, soweit ich weiß. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, das konnte der Schneider herstellen. Also das sind alles so Sachen, die man schon herstellen kann und dementsprechend kann man das dann zusammenbasteln und auch im Auktionshaus verticken. Heißt, da wird dann wahrscheinlich auch ein gewisser Markt vorhanden sein und ihr könnt euch das einfach im Auktionshaus kaufen. Ich schätze jetzt mal, die Sachen sind jetzt nicht sonderlich teuer und dementsprechend werden diese Items auch nicht teuer sein. Zumal wahrscheinlich die meisten von euch nur einmal, dass ich das rein basteln werden und dann ist gut. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass viele Leute das hin und her switchen werden. Das nächste Item, was wir uns angucken, kommt über Schmiedekunst. Und zwar scrollen wir da jetzt auch wieder runter zu unserem Reittier-Item und wenn wir das reinsockeln, dann können wir über Wasser laufen und ja, das hat denselben Effekt wie das hier. Bloß hier braucht ihr keinen braucht ihr keine Voraussetzung von Ruf bzw. diesen Schreiter vorher, sondern hier könnt ihr einfach über den Beruf das basteln und müsst nicht den Ruf farmen, gibt da halt ein bisschen mehr Gold wahrscheinlich aus. Man braucht hier auch wieder ein paar Items, die der Schmied an sich schon basteln kann. Ne? Also diese Hufplatten braucht man und dann ist es noch so ein Leder. Ich nehme mal an, dass das jetzt das neue Leder ist, das man sich farmen kann. Heißt, es hält sich auch in Grenzen. Was wir dann noch haben,
sind noch zwei weitere Items. Und zwar haben wir ein Item, was der Schneiderer herstellen kann. Und das schimpft sich Sattelfallschirm. Und mit diesem Sattelfallschirm ist es einfach so, wenn man vom quasi vom Mount in größerer Höhe abgeworfen wird, kriegt man so einen Fallschirm, hat man quasi einen Freeglider. Ihr springt über eine Klippe, drückt euch das Mount weg und habt einfach einen Fallschirm. Ist eine schöne Sache, braucht man sich nicht immer diese Gleiter mitnehmen. Und ja, dazu sollte man sagen, auch in Arena und im BG funktioniert das nicht. Was ein bisschen schade ist, im Arati-Becken wäre das doch eine ganz coole Sache, wenn man von einem Sägewerk runtergleiten kann, dann zur Schmiede, ohne jedes Mal irgendwas zu benutzen. Wäre eine schicke Sache, da funktioniert es aber leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, jetzt kann man mit dem Patch eh bald fliegen. Weiß jetzt nicht, ob das, wo das jetzt nur so krass sinnig ist. Vielleicht in dem ein oder anderen Open-PvP-Moment kann ich mir vorstellen, wenn einer einen da runterschießt vom Mount, dann kann das vielleicht noch eine sinnige Sache sein. Was wir dann noch haben, ist eine Geschichte, die der VZ herstellen kann. Und zwar ist das ein Item, die eure Reitgeschwindigkeit um 20% erhöht. Was ich schon recht praktisch finde, das werde wahrscheinlich ich als Tank auch reinmachen. Sobald ich fliegen kann, brauche ich nicht mehr über Wasser laufen. Wie gesagt, der Gleiter, den finde ich auch nicht so ganz sinnvoll. Und gedazed werden kann ich ja nicht als Tank. Dementsprechend mehr Reittempo klingt auf jeden Fall gut. Und dafür werde ich wahrscheinlich ein bisschen Gold ausgeben und das meinen Chars reinsockeln. Für Nicht-Tanks würde ich das Benommenheits-Item empfehlen. Das wird wahrscheinlich am meisten ausmachen. Genau, das war es eigentlich schon mit dem Ganzen. Wie gesagt, dieser Goblin-Schredder, der ist von diesen ganzen Items ausgenommen, denn der hat ja diese Fähigkeit, dass er Blümchen abbauen kann, ohne dass man abmounten muss, und dementsprechend wirkt es da nicht. Was ich auch noch nicht so hundertprozentig weiß, ob es auf diesen Druid-Gestalten geht, ich glaube nicht. Da müsste man mal gucken, ob vielleicht der Movement-Speeder irgendwie drauf gerechnet wird. Wäre cool, befürchte ich aber nicht, dass das gehen wird. Muss ich aber dementsprechend demnächst noch testen. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.